Ich bin der Fried Martin, bin Konditionstrainer vom BSC Young Boys. Ich bin zuständig für die konditionellen Teile vom BSC Young Boys, von der ersten Mannschaft. Also in der Winterpause ist es sicher sehr wichtig, dass man sich weiterhin fit hält. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Für mich ist es sicher wichtig, dass man etwas macht, was Spass macht. Je nachdem, was man gerne macht, man kann ja andere Sportarten machen. Das sind Spielsportarten und also ist eigentlich die Haustür, wenn man das ein, zweimal in der Woche macht, bleibt die. Und wenn einer lieber geht laufen, ist das auch gut, dann kann er laufen machen, geht vielleicht ein, zweimal in der Woche laufen. Wichtig ist, dass er einfach in einem guten Bereich läuft und dass er es überhaupt macht, das ist das Wichtigste. Es ist sehr wichtig, dass der Fußballer immer wieder Übungen macht. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt, wenn man geht laufen oder dass man Yoga-Übungen macht. Und es gibt x Sachen. Es gibt auch zum Beispiel gute Apps, die alle ein iPhone haben. Da gibt es sehr gute Trainings, Beweglichkeitstraining, die man durchführen kann. Und das ist schon noch wichtig, dass man da in der Winterzeit irgendetwas macht. Raumkraft ist sehr wichtig und nachher sicher auch für die Beine, dass man gewisse Übungen macht. Und da muss man sich erkundigen auf Fußballer, das braucht es für Übungen. Und da gibt es genügend Unterlagen, die man da findet. Und wichtig ist es machen. Also Ernährung ist sicher auch sehr wichtig, dass man in der Winterpause dass man darauf achtet. Also während der Meisterschaft und so ist es wichtig, dass man immer ein Kohlenhydrat und eine Eiweißhaltung, dass man das immer gut aufteilt, wenn was. Und dann braucht es das. Und in der Winterpause, wenn man das weniger macht, ist es schon wichtig, dass man das ein bisschen verändert und zu sich nimmt. Vor allem am Abend, dass man dann weniger Kohlenhydrat zu sich nimmt. Dass man je nachdem, was man macht, eher Eiweiß, Frucht und sonst gut essen. Und ganz wichtig ist einfach am Abend, dass man dann wirklich nicht mehr weiss, wie es für Portionen ist. Weil man hat dann nicht mehr die strenge Training und man hat dann nicht mehr so viele Kalorien verbrennen. Das ist sehr, sehr wichtig für einen Sportler. Ja, jetzt ist er bei mir, Martin Fria. Martin, was sind deine Aufgaben als Konditionstrainer? Also ich probiere, dass die Spieler so fit wie möglich vom Platz gehen. Ich schaue, dass im Müsterbereich das Training so gestaltet wird, dass im Müsterbereich durchhalten vom ersten Match bis zum letzten Match, von der ersten Minute bis zur 90. Schnelligkeitstraining, da muss ich auch schauen, je nachdem was für Spieler, je nachdem was für eine Phase, dass man die richtigen Übungen macht, die richtige Intensität hat. Und nachher muss ich auch schauen im koordinativen Bereich, dass man da Übungen macht, dass man wendig ist und dass man das nachher vom Platz bringt. Du hast gesagt, Ausdauer, Kraft, Koordination, alle Aspekte. Gibt es irgendwie eine Regel, wie viel prozentual der Anteil ist, wo man trainieren soll? Ja, das ist eigentlich schon. Es ist nicht ganz klar, aber es ist unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Phasen und je nach Phase ist vielleicht der Ausdauer ein bisschen mehr. Ist der Ausdauerbereich mehr betont. Nachher gibt es Phasen, wo viel Spiel sind. Da hat man sicher mehr Beweglichkeit, koordinativ und wieder erholen. Schauen, dass man sich gut erholt. Und so ist das eigentlich schon unterschiedlich. Da kann man nicht einfach sagen, so viel Prozent oder so viel Prozent. Die Abwehr, das Mittelfeld oder der Sturm, trainieren die immer das Gleiche oder haben die verschiedene Pläne, Trainingspläne? Also es wird schon unterschieden. Also zum Beispiel vor allem gerade die Aussenläufer, linker, rechter Verteidiger, Mittelfeld, Sersito, die haben natürlich längere Laufwege als zum Beispiel der Innenverteidiger. Und da tut man schon unterscheiden, da tut man im Müsserbereich intermittierend anders arbeiten, also die anderen Laufwege, längere. Und im Kraftbereich, das tut man schon unterschiedlich trainieren. Jetzt, du hast gesagt, verschiedene Positionen werden auch verschieden trainiert. Wie ist denn, bei den einzelnen Spielern, wie Moreno Costanzo, wo er der filigrane Techniker ist, oder im Vergleich zum Neral Babadisha, wo der Wölfli mal so schön gesagt hat, der Büffel vorhin im Sturm, also ein bulliger Spieler, wird da auch unterschiedlich trainiert? Ja, da muss man sicher anders gewichten, die verschiedenen Komponenten. Also zum Beispiel gerade bei der Babadisha ist ein schneller und ein kräftiger. Und da muss man sicher
das macht er gerne und das muss man lassen und das muss man auch fördern. Und der Moreno ist das Gegenteil, er ist wendiger und eher mit weniger Kraft, aber ist auch schnell, aber wendig. Und das muss man beibehalten und das muss man auch mit entsprechenden Training unterstützen und nicht das Gefühl haben, man muss das andere trainieren, wie gestört. Wie ist es eigentlich mit dem Idealgewicht? Also man sagt, über die Winterpause kann es sein, dass der eine oder andere Spieler ein Pfund mehr näher auf die Waage bringt. Gibt es da Regelungen im Vertrag sogar, wo das festgelegt ist? Oder wie wird das beibehandhabt? Also wäre das in den letzten Jahren so gehabt, dass wir das Gewicht genommen haben, bevor wir in die Ferien sind gegangen. Und schon zwei, drei Wochen vorher, wir nehmen immer das Gewicht, dann immer den Durchschnitt. Und dann hatten wir eine Toleranz von einem Kilo oder anderthalb Kilo. Und das ist je nach Trainer abhängig. Und nachher, wenn man drüber ist, gibt es Böse. Aber es ist auch im Interesse der Spieler selber, dass nicht drüber gehen. Und ich muss sagen, dass ich bin jetzt vier Jahre da, in den letzten vier Jahren waren immer sehr wenige, die drüber waren. Also, ich muss sagen, die haben eine riesige Konkurrenz und die wissen genau, ich kann mir das nicht erlauben. Und die kommen eigentlich recht viel wieder zurück. Das ist erstaunlich gut. Erfreulich gut. Gut, also hoffen wir, dass Sie wirklich fit und gesund von dieser Winterpause zurückkommen. Martin Fria, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und bis gleich mal. Ja, merci vielmals.